Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und heute auch nochmal auf der nordfriesischen Marsch. Wie ihr seht, stehe ich hier ganz in der Nähe vom Strand auf meinem kleinen Anwesen hier, was ich dekoriert und zurechtgemacht habe. Und da hinten, der Fischer fährt gerade raus. Es gibt dann bald wieder neuen Fisch. Das ist sehr gut. Das ist vor allen Dingen gut für meinen kleinen Bauernmarkt, denn der bezieht den auch und die Leute freuen sich dort immer, ganz frische Lebensmittel zu bekommen. Dieser Bauernmarkt wird ja schließlich von meinem Hof beliefert und aber auch von dem Fischer, mit dem ich einen Vertrag abgeschlossen habe, natürlich. So, jetzt geht's aber weiter. Wir haben zuletzt den Bauernmarkt bestückt, zurechtgemacht, aber er ist noch nicht ganz fertig geworden. Damit werden wir jetzt gleich erstmal weitermachen. Aber ich habe gerade gesehen, da oben wird angezeigt, da wird jemand blockiert und es hat auch jemand die Arbeit fertig. Da werden wir mal durchswitchen und feststellen, was da los ist, ne? Ganz klar. Also du bist mit der Arbeit hier fertig. Du hast noch einen Auftrag, den du machen kannst. Das ist sehr gut. Da gibt es wieder ein bisschen Geld. Jetzt müssen wir erstmal die Anzeigen anmachen hier. Moment, so, da haben wir sie. Nehmen wir erstmal den Kurs raus. Welcher Auftrag war denn das, der jetzt noch offen war? Der ist abgeschlossen. Den können wir dann schon mal abschließen. Und dann haben wir noch die 77 jetzt. Oh, das ist gut. Gibt es noch neue Verträge? Nein, auch nicht. Gut, also dann gehen wir jetzt zur 77. Da gibt es ordentlich was dafür. Das ist das große Feld von Fedetschen. Also, die 77. Da wollen wir mal gucken. Ich denke mal, da habe ich auch schon einen Kurs gehabt. Dort habe ich sicher schon mal gedüngt. Auf der 77 war ich definitiv schon. Aber ich weiß nicht genau, was alles ich dort gemacht habe. Doch, wir haben auch schon gedüngt. 41,9 ist sehr eigenartig. Na, ist egal. Ich nehme das so, wie es ist. Kursladen wird schon seinen Grund haben. Ist lange her, dass ich die Kurse gemacht habe. Erster Wegpunkt ist gut, dann kriegt er jetzt noch die 77 genannt, damit er weiß, wo er hin muss, ne? So. Und dann kannst du loslegen. Oh, du hast nicht mehr viel Dünger. Halt mal an. Du musst erstmal zum Hof, mein Schatz. Ja, es gibt da einen Kurs, ich weiß. Aber ich muss erstmal gucken, ob ich dort überhaupt schon genug Dünger habe. Produziert habe am Hof. Also fahren wir erstmal nur so zum Hof. Das machen wir nachher mit dem Kurs. Das hier kann ja schon mal drinne bleiben. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Hofproduktionen. Düngerherstellung. Jawohl, da wollen wir mal hin. Mal gucken, wie es da aussieht. Wie viel wir da haben. Vielleicht reicht das ja aus, sonst muss ich Dünger kaufen. Das werden wir dann gleich feststellen. So, wer wird denn hier blockiert? Ach Gottchen, du wirst blockiert. Inwiefern denn? Du hängst doch gar nicht fest. Das ist ja wieder eine Einbildung, ne? Mann, 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 Mann. Er meint, er hängt fest. Na gut. Dann muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich den hier vorwärts kriege. Ich muss den erstmal rausnehmen, hier ist klar. Da gehen wir dann nachher schon mal auf den ersten Wegpunkt. Jetzt fahre ich den erstmal ein Stück vor. Motor starten. So, dann komm mal her. Ich gucke aber von oben. Dann kann ich das besser einschätzen. Ist das... Nein, muss ich runter? Oh, der hängt ja irgendwie in der Luft, hä? Naja, hier gibt es irgendwie durch den Baum dort einen Widerstand. Egal. So, jetzt alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Vorwärts. Du hängst nicht fest. Glaub's mir. So, nächster Wegpunkt. Weitermachen, bitteschön. Aber ja, das ist hier an dem Gebäude halt, ne? Ach, da fahren wir gleich mal ein Stückchen mit. Ich will ja noch zu dem Bauernmarkt da vorne, denn wir waren ja da noch nicht ganz fertig. Da werden wir gleich die ganze Sache dort zum Ende bringen und fertig gestalten. Das funktioniert hier jetzt ja.
Ja, ich habe scharfe Ecken eingestellt, alles klar. Aber beim Striegeln ja immer. Das ist wichtig, damit das ordentlich wird. Und wenn der hier fertig ist, werde ich den Striegel umtauschen. Da werde ich mir den anderen holen, vom Sander, der eine größere Arbeitsbreite hat. So, wunderbar. Viel hast du nicht mehr. Einmal noch bis da hoch. So, ich springe jetzt ab hier und lass den mal machen. 100% gedüngt, wer sagt's denn? Es war nicht zu spät, es war noch zum rechten Zeitpunkt. Die Textur ist nicht sehr viel verändert, es ist noch nicht so viel gewachsen. So, hier waren wir stehen geblieben. Hier haben wir uns beschäftigt und gestaltet und getan und gemacht. So, mein Püppchen, jetzt bleibst du schön hier außerhalb, ne, auf der Straße besser nicht. Aber hier kannst du stehen bleiben, denke ich mal. Oder vorm Händler. Da störst du ja auch nicht. So, hier lasse ich dich jetzt stehen und gehe ins Baumenü. So, Landschaftsbau. Wir gehen wieder auf... Ne, malen muss ich jetzt nicht. Oder doch, wir malen erstmal. Da fährt unser Guter. Wir gehen erstmal auf Malen. Oder auch nicht. Ich gehe direkt auf Pflanzen. So, schauen wir mal. Hier an die Seite wollte ich... Ah, hier diese Hochspannungsleitung, die nimmt immer irgendwie... Ja. So, hier werde ich noch was hinstellen. Und zwar werde ich hier Sträucher hinsetzen. Wir machen wieder einen runden Pinsel. Mal gucken, ob einer spornt. Nein, noch nicht. Eine Nummer größer. Aber hier nehmen wir nicht die größten. Nein, wir nehmen die vorletzten hier wieder. Wenn du hier sitzt, da willst du ja vielleicht über die Büsche drüber gucken, ob mit deinem Auto noch alles in Ordnung ist, ne? Oh, der ist zu weit hier drüben gespannt. Das ist halt immer... Der muss nochmal weg hier, definitiv. So. Okay. Jetzt ist die Ecke schön eingerahmt hier. Ja, schaut mal, der eine hier, der muss weg. Da muss ich nochmal auf Malen gehen. Wir haben hier mit Sicherheit die Sache hier gewählt. Ja, das ist auch ziemlich weit hier, aber die anderen gehen. Gut, da gehen wir nochmal auf Pflanzen. Den kleinen hier, bitte schön rund. Ach, das ist ein komischer Spornpunkt hier, wie es aussieht. Na, guck mal an. So, dann gehe ich hier vorne nochmal hin. Na? Ja, so ist es doch gut. Okay. Jetzt gehe ich hier zu den Blümchen. Oder der Blümchenwiese. So mache ich das mal. Und dann werde ich da hier vorne mal Wiese herpacken. Jetzt haben wir gerade ein paar Büsche weggeschmissen, aber das macht nichts. So, hier, das werde ich auch mal hier so. Ja, ich würde mal sagen, so ist es doch gut. So ist es doch schon mal ganz gut. Gehe ich aber hier weiter mit der hier, damit das auch zusammenpasst. Ich werde aber ein paar Lücken lassen hier, damit sich das nachher so ein bisschen vermischt und ineinander übergeht. So ist es gut. Das ist in Ordnung so. Hier braucht man nichts mehr weitermachen. Nee, das ist alles bestens. Ich denke, es ist in Ordnung. So, hier vorne, das lasse ich mal so, wie es ist. Obwohl, hier mache ich noch was her. Eine Fläche. Ja, hier gibt es noch eine kleine Fläche. Da muss ich nochmal auf Malen. Ja, schauen.
Und zwar mit dem gehe ich hier. Muss ich aber einen runden Pinsel nehmen. Es ist nicht ganz gerade hier, wie ihr seht. Das sieht man am besten, wenn ich... Ja, genau. Wenn ich den auch größer mache. Jetzt mache ich den Pinsel rund, damit ich das maßgerecht hinbekomme. So, machen wir das mal so. Und hier noch eine Reihe. Und dann noch in die Ecke. So. Dann gehen wir hier auch noch ein bisschen lang. So, okay. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich muss den Mod erst raussuchen. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Und ich will ja noch nicht verraten, was hin soll. Jetzt gehe ich nochmal auf Pflanzen. Ich gehe nochmal mit dem Blümchengras. Bitte einen runden Pinsel. So, und hier auch nochmal. So kann das bleiben. Und da wird noch was hingestellt. Aber ich will jetzt noch nicht verraten, was. So, hier mache ich ein bisschen Gras hin oder gleich das gleiche. Ich denke mal, das ist besser. Wenn ich da jetzt mit was anderem anfange, das würde nicht so wirklich passen, vermutlich. Der Papierkorb fast eingewachsen hier. Macht auch nichts. So, hier kann noch was her. Gut. Da gehen wir hier noch ein bisschen mit diesem. So, alles klar. Das sollte funktionieren. Den hätte ich ein bisschen weiter vorstellen sollen, glaube ich, weil der Verkäufer kann dort schlecht stehen. Das sollte ich nochmal ändern. Okay, das machen wir auch. Ich gehe auf Gebäude, dann kann ich den anklicken und nochmal verkaufen. Jawohl, bitteschön. Und auch diesen Schirm, den ich da aus Versehen habe gepackt hatte, nehmen wir mal weg. So, da gehe ich jetzt nochmal auf Dekoration. Unter Sonstiges. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir den Eisverkäufer wiederbekommen. Wie sieht denn das Teil aus? Können wir den auch noch integrieren hier? Vielleicht da hinten? Ah nee, machen wir nicht. Nö, das lassen wir mal, das wird zu viel. Ich suche jetzt erstmal diesen Eisverkäufer. Da ist er. So, und den stellen wir jetzt ein bisschen anders hierher. Nämlich so lang. So, das ist, glaube ich, besser, ne? Genau. Steht der überhaupt richtig rum? Ja, der steht gut so. Das ist in Ordnung. Was haben wir denn hier? Ein Blumsklöner, da passt ja nicht her. Nee. Den Stand haben wir ja schon hier. Den Imbissstand. Was haben wir denn hier? Noch ein Eiscremewagen. Das ist der gleiche zweimal. Na guck mal, das wusste ich gar nicht, dass ich den zweimal habe. Wahrscheinlich von zwei verschiedenen Anbietern. Okay. Wir brauchen aber nur einen. So. Jetzt tue ich nochmal so ganz langsam hier durchscrollen. Ich habe einfach immer noch das Gefühl, dass der Mod hier drin sein muss, den ich suche. Vielleicht ist der nur nicht so einfach zu sehen. Hier mal noch eine Leiter. Die kann man ja auch noch hier herstellen. Wer weiß, wer was für was. Vielleicht hat ja hier gerade der Fensterputzer hantiert, ne? Kann ja sein. Alles ist möglich.
Naja, der ist eine Nummer kleiner. Das hätte hier vielleicht auch noch eine Möglichkeit gehabt, unterzukommen. Moment mal. Aber es ist ziemlich weit an der Straße und weit ab vom Schuss. Nee, machen wir nicht. Da könnten die Kinder, wenn sie mal einen Moment nicht beaufsichtigt sind, unter die Räder kommen, ne? Das ist so. So. Wo ist dieser Mod? Ich glaub's einfach nicht. Wieso ist der nicht da? Wieso ist der nicht sichtbar? Müssen wir schauen. Hier haben wir sogar noch. Ja, nee, das machen wir hier auch nicht hin. Nö. Nö, machen wir nicht. Das passt hier auch noch her, an den Eingang so. Ja, würde ich mal sagen. Okay. Ein Strohwagen. Wäre auch noch ein Dekomittelchen. Eine Eiscreme-Gefrierschrank haben wir auch hier. Guckt es euch an. Naja. Ein Rasenmäher. Ich habe einen Haufen Zeug hier. Aber ja, vieles habe ich tatsächlich auch schon benutzt. Weil das einfach wirklich Spaß macht. Wie groß bist denn du? Ne, es passt hier nicht wirklich. Das Haus da ist aus Holz. Da passt sowas nicht dazu. Ne, ne. Nein, nein. Machen wir nicht. Machen wir gar nicht. Moment mal, der passt doch hier noch her. Jawohl, wer sagt's denn? Das ist doch klasse. Hier hat einer hier vorne es eilig gehabt und stellt sein Fahrzeug einfach hier so ab, ne? Ich komme ja gleich wieder raus, da bin ich ja gleich wieder weg. So, das Container des Ballletterbox mal. Das ist ein Briefkasten. Das ist auch ein Briefkasten. Aha, okay. Ja, ein Elektroschrank kennt ihr hier noch her. Ja. Moment mal. Das stimmt. Aber hier nicht, ne? Nein, hier nicht. Hier nicht. Nein, nein, hier nicht. Da könnte ich den hinstellen. So, na also, schon wieder was Schönes entdeckt hier. Dann haben wir hier. Den habe ich auch gesucht. Jawohl, aber es gibt noch einen anderen. Den von unserem Alex. Und den finde ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir den jetzt einfach und fertig. Irgendwann, wenn ich den anderen plötzlich durch Zufall wiederentdecke, dann kommt dann der andere hierher. Ich wollte hier vorne einfach einen Fahrradständer herpacken. Und wenn der andere sich noch auftauchen sollte, dann passt er auch noch daneben. So, das wollte ich machen. Seht das, jetzt haben wir es. Genauso wie ich es wollte. Okay. Raus aus dem Baumenü. Jetzt muss ich wieder meinen Avatar rausholen, ganz klar. Aber das sieht richtig gut aus jetzt. Bin zufrieden. So. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Der ist ja fertig jetzt mit. Einfach klasse geworden. Bin zufrieden. So muss es aussehen am Bauernmarkt.
eine kleine Imbissstelle dabei. So ist das doch im Normalfall, ne? So, jetzt switche ich mal durch. Ich will zu dem Striegel. Ja, mal gucken ab hier. Ich mach mal auf. Die Plane, geht die auf? Nee, die geht jetzt gerade nicht auf. Ich glaube, jetzt hat sich der... Aha, hier hängt irgendwas. Nanu, wieso bin ich denn hier drin? Ich will doch gar nicht da rein. Ach, nee. Na gut, wir steigen mal ein und dann will ich mal gucken, ob ich die Plane aufkriege. Ja, jetzt ist sie offen. Es hat gehangen, aber jetzt hat es funktioniert. Und wir haben Dünger. Na, guckt euch an, da brauchen wir keinen kaufen gehen. Da kann er den letzten Auftrag noch ausführen. Wir sind gerade eben über die Zeit. Gerade sind es 20 Minuten gewesen. Ich schicke den noch los. So, plane wieder zu. So, wir können hier hinten rumfahren. Das habe ich so eingerichtet, dass das alles gut klappt hier. Platzmäßig, das geht immer. Hier kann man dann Saatgut holen, wenn man das braucht. So, wunderbar. Wir stellen also schon genügend her. Das hier sieht auch alles gut aus. Ja. So. Welches Feld war denn das, was wir jetzt noch zur Verfügung haben, was noch zu machen ist? Die 77 war das, ganz genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Hier, ach, hier haben wir es ja auch schon drin. Ich muss ja nur noch das Feld eingeben. Die 77, bitteschön. Und dann kannst du am ersten Wegpunkt anfangen zu arbeiten. Und tschüss. Da ist der Striegel. Na gut, da fahren wir den jetzt auch noch zum Händler. Was soll's? Erstmal den Kurs rausnehmen. So, komm mit. Da vorne ist der Händler. Wir fahren gleich mal hier durch. Da sind wir ganz schnell vor Ort. So, den Striegel wollten wir ja abgeben. Es gibt ja einen besseren, ne? Und wir haben ja hier auf der Marsch überwiegend große Felder. Da lohnt sich das auf jeden Fall, eine gute Arbeitsbreite zu haben. Du fährst mal besser raus. Dich will ich ja nicht aus Versehen eventuell abgeben, ne? So. Da gehen wir den jetzt noch ab. Jawohl, verkaufen bitte schön. Okay, zurück. Dann gehen wir mal reingucken beim Händler. Wo haben wir denn die Striegel? Gruppe, Flüge, Mulche, Säte, Einzelkorn, Walzen, Spritzen, Dünger, Miststreuer, Güllefächer. Das sind's doch. So, ich hoffe, ich habe den hier drinne. Ja, wir haben ihn hier drin. Das ist toll. Das ist gut. So, jetzt will ich mal gucken. Kann ich denn die Arbeitsbreite hier verändern? Oder habe ich den doch noch nicht drinne hier? Es sieht ganz so aus. Das ist nicht der. Da muss ich den hier noch reinpacken. Nö, da kaufen wir den das nächste Mal. Ich will ja nicht den gleichen wieder. Nein, 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 nein. Oder war das der andere hier? Nein, nicht. Das war kein Mutter andere. Hier geht gar nichts zu verstellen, sondern nur die Geschwindigkeit. Aha. Interessant.
Der hat 15. Nee, das ist dann nicht der, den ich will. Okay, dann muss ich das nächstes Mal machen. Ja. Aussteigen aus dem Auto. Wir sind zu Hause. Den Traktor, den lasse ich jetzt beim Händler stehen. Denn der muss das nächste Mal den Striegel mit nach Hause nehmen. So, Anzeigen aus. Sonst habe ich wieder den Kringel vorm Kopf. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Darüber freue ich mich immer riesig. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, betätigt bitte die Glocke. Dann werdet ihr auch informiert, wenn ich etwas Neues hochlade. Ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare und über die Abonnements. Die Abonnements sind kostenlos auf YouTube, wie ihr wisst. Dann sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Passt bitte auf euch auf und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.